Bika Bika! Die OCs in meinem Kopf. Viele, die mich kennen, fragen sich bestimmt oft, was in meinem Kopf so vorgeht. Immer wieder antworte ich auf die Frage wie folgt: Das wollt ihr gar nicht wissen. Doch manchmal frage ich mich selbst, was eigentlich in meinem Kopf so vorgeht. Ich stelle mir das in etwa so vor: Meine OCs, also Sparks das Pikachu, Aiden das Feuerriegel, Moon das Pichu, Flashpan und Binary die Ponys, leben in einem großen Raum in meinem Kopf. In diesem Raum selbst ist nicht viel. Jedenfalls, solange sie es nicht wollen. Denn sie haben vollen Zugriff auf meine Fantasie und dementsprechend stellen sie viel Blödsinn an. Die einzigen Dinge, die diesen Raum wirklich zu etwas Besonderem machen, ist zum einen das Schild, das oben hängt, und das riesige Steuerpult mit mehreren Schaltern, Knöpfen, Hebeln und was sonst noch dazu gehört. Auf dem Schild selbst steht einfach nur Main Control Center. Also sozusagen mein Bewusstsein. Manchmal kann ich mir schon vorstellen, dass so ein Dasein ziemlich eintönig sein kann. Deshalb beschließen meine OCs des öfteren mal, die Kontrolle über mich zu übernehmen. Verstehen Sie das jetzt nicht falsch. Ich bin vollkommen Herr meiner Sinne. Lediglich diese, ja, ich bezeichne sie lieber als Wesen, fuschen ab und zu in meinem Leben rum. Meistens ist es Sparks, der die Kontrolle behält, da er der gelassenste von allen ist und eigentlich immer weiß, was zu tun ist. Doch auch die anderen, wie zum Beispiel Aiden, will mal Meister spielen. So wie eben an jenem Tag. Aber dazu später mehr. Einige würden jetzt ab diesem Moment denken, dass ich eine gespaltene Persönlichkeit bin. Aber ich möchte Ihnen versichern, dass dies nicht der Fall ist. Wie ich bereits sagte, ich bin Herr meiner Sinne. Sie bekamen sich immer wieder mal das Streiten, wer denn heute mal die Führung übernehmen soll. Sparks hätte zwar die Kontrolle abgeben können, wollte dies aber meistens nicht. Mein Alltag war zu interessant für ihn. Warum auch immer. Aber egal, warum ich Ihnen das erzähle? Nun, Sie müssen schon etwas Hintergrundwissen haben, damit Sie die folgende Geschichte verstehen oder in irgendeiner Art und Weise nachvollziehen können. Denn vor ein paar Tagen, da hat sich eben dieses Spiel wiederholt. Eben jenes Spiel, wo jeder mal die Kontrolle haben wollte. Aber ich sollte von vorne anfangen. Es war eigentlich ein wunderbarer Samstagmorgen. Ich liebte meine Wochenenden, denn da komme ich immer zu den Dingen, die ich sonst nicht schaffe, wie zum Beispiel nähen, Story schreiben, zeichnen oder was weiß ich. Ich konnte eben meinen Hobbys nachgehen. Nun ja, ich erhob mich also aus meinem Bett, richtete mich auf und gähnte einmal lautstark. Natürlich kam auch das Obligatorische am Hintern kratzen. Warum ich dies mache, ist mir allerdings ein Rätsel. Das erste, was ich an jedem Morgen mache, ist mein PC anschalten. Das übliche halt. Ich fuhr ihn hoch, setzte mich dran, gab mein Passwort ein und checkte meine Nachrichten. Ein ganz normaler Morgen. Niemand war online, verwunderte mich eigentlich nicht. Also wollte ich erstmal den morgendlichen Aktivitäten nachgehen. Ich erhob mich und ging Richtung Badezimmer. Also durch mein Wohnzimmer, den Flur und dann die Küche. Meine Mutter saß wie jeden Morgen dort und frühstückte. Ein brummendes Morgen kam aus mir raus. Ich betrat das Badezimmer, wollte erstmal dem Wichtigsten nachgehen. Richtig, der Morgentoilette. Ah. Boah, Sparks, kannst du das nicht ausstellen? Meckerte Flashpan rum, als sie sah, was ich sehen musste. Glaub mir, es gefällt mir auch nicht, aber das ist nun mal der Lauf der Dinge. Aber Mann, das ist eklig. Dann schau doch einfach nicht hin. Binary kam dazu. Wann darf ich denn endlich... Oh mein Gott, kannst du ihn nicht nach oben schauen lassen? Gut. Sparks zog am Hebel. Im selben Moment kam mir der Gedanke, nach oben zu schauen. Dass es bei einem einfachen Kopf nach oben bleiben sollte, konnte ich natürlich nicht ahnen. Es knackte einmal laut und ein Au kam aus mir heraus. Verdammt, jetzt tut mir auch noch der Nacken weh. So fängt der Tag ja super an. Ey Sparks, musst du das gleich so übertreiben? Was kann ich denn dafür, wenn er ausgerechnet jetzt nach oben schauen will? Nun gut, so dachte ich. Nachdem ich mir die Zähne geputzt hatte, verließ ich das Badezimmer wieder und ging in meine Einrichtung. Als meine Pobacken wieder meinen Chefsessel berührten, machte ich mich wieder an die Arbeit. Ihr wisst schon, Hobbys und so. Ey, Sparks, jetzt lass mich endlich mal ans Steuer. Flash, das ist nicht dein Einsatzgebiet. Er will doch gar nicht zeichnen. Und? Ich könnte ja einfach anfangen, was zu zeichnen. Er wird schon mitmachen. Vielleicht will er ja was zocken. Ruhe, Binary! Gut, streitet euch weiter. Er setzte sich zu Moon, der wie immer in der Ecke saß und dem Treiben einfach nur zusah. Und Moon, was hast du so vor? Er reagierte jedenfalls nicht. Nur das Drehen seines Kopfes ließ vermuten, dass er noch nicht tot war. Okay.
Nun gut, aber nun kam wieder dieselbe Frage. Was soll ich als erstes machen? Ernsthaft, Leute, ich weiß nie, was ich als erstes machen soll. Ich könnte zocken, zeichnen, nähen, rausgehen oder was weiß ich. Die Möglichkeiten sind quasi unbegrenzt. Aber mein Inneres schien sich wieder einmal nicht im Klaren zu sein. Er will zocken! Nein, zeichnen! Ich glaube, er will einfach nur mit seinen Freunden chatten. Zocken! Zeichnen! So zerbrach ich mir wieder mal den Kopf. Ach, Mann, man könnte so viele Dinge anstellen. Dann aber fiel mir ein, dass ich noch einen Auftrag für ein Evoli-Kigurumi hatte. Also wollte ich mich erstmal daran setzen. Seht ihr, er will nähen. Warum hat er denn dafür noch keinen OC erstellt? Sei doch froh, sonst wäre es hier noch enger drin. Flashpan flog durch den Raum. Hier ist es nicht eng. Allerhöchstens leer. Musste sie gestehen. Wir können ja eine Runde Duellponys spielen. Ach, bei Nary, dann verlierst du doch wieder. Nun ja, ich setzte mich also an meine Nähmaschine. Ich hatte jetzt kurzerhand einfach mal die Aufgabe bekommen, eine Pfote auf die Rückseite zu nähen. Meine Kundin meinte, dass das Evoli dadurch einzigartig werden würde. Nun ja, es gefiel mir zwar nicht so kurzfristig, Ideen umzusetzen, aber immerhin verdiente ich mir was damit dazu. Die Maschine ratterte also auf und ab. Und irgendwie schaffte ich es dann auch, die Pfote auf die Rückseite zu nähen. Es war verdammt viel Arbeit, aber es sah ganz gut aus. Hey, Sparks? Was ist, Aiden? Nun, wann darf ich mal? Willst du ihn echt beim Nähen zuschauen? Natürlich will ich ihm etwas unter die Arme greifen. Weißt du noch, was das letzte Mal passiert ist? Sie dachten zurück und hörten nur noch Krankenwagen-Sirenen. Das kann jedem mal passieren. Sollte es aber nicht. Und? Du stößt ihm doch auch ständig den Kopf. Das ist was anderes. Aiden griff an das Lenkrad, das Sparks fest umklammerte. Nun lass mich auch mal! Schrie er wie ein Kleinkind und rüttelte dabei am Rad. Nur noch die letzte Naht, dann knack, machte es und die Maschine war schlagartig ruhig. Genau wie ich. Ich rührte mich nicht. Nein, ich saß einfach nur da, schaute auf meinen Finger, wo jetzt eine halbe Nadel drin steckte. Ah! Ertönte ein Schrei durchs ganze Haus. Siehst du, was passieren kann? Du musst vorsichtig sein. Ich kann vorsichtig sein. Verdammt, hat das weh. Das Rausziehen der Nadel hatte auch nicht viel gebracht. Nur, dass die blutende Wasserfontäne zum Vorschein kam. Scheiße, verdammt! Kam immer wieder von mir. Ich musste die Blutung irgendwie stoppen. So rannte ich ins Badezimmer, in der Hoffnung, irgendwo noch ein Pflaster zu finden. Doch so sehr ich auch die Schubladen durchsuchte, ich fand erst nichts. Nun zeige ich dir mal, wie das geht. Oh Mann, da! Das letzte Pflaster in der Packung, in der untersten Schublade. Endlich! Sprach ich zu mir selbst und packte das Pflaster aus, entfernte die Schutzfolie und wollte es gerade auf die Stelle kleben. Als dann aber meine Hand das Pflaster zerknüllte, verstand ich die Welt nicht mehr. Warum hast du das getan? Ups. Dann musste eben erstmal ein Taschentuch her. Ich ging in die Küche und presste eines über die betroffene Stelle. Natürlich bemerkte dies meine Mutter und fragte mich total entsetzt. Oh, bei Celestia! Nee, Moment mal. Sie kannte Celestia nicht. Sie rief. Oh mein Gott! Was ist denn mit dir passiert? Ach, nichts. Nur ein kleiner Unfall mit der Nähmaschine. Das ist mir schon mal passiert. Ja, tatsächlich. Es ist mir schon mal passiert. Mehrmals. Nun gut. Ich versorgte die betroffene Stelle. Das war's erstmal mit Nähen. Denn das war meine letzte Nadel und der kleine Store hatte schon geschlossen. Also was sollte ich tun? Nun gut, da muss ich mich eben erstmal an einer meiner Fanfictions setzen. Gesagt, getan. Ich ging wieder in meine Räumlichkeiten, machte leise Hintergrundmusik an, um in Stimmung zu kommen, dann öffnete ich mein Schreibprogramm und überlegte mir die nächsten Zeilen. Ich wusste, um was es gehen sollte und wusste auch, wie es passieren sollte, aber der Weg dorthin war immer sehr schwierig. Ich möchte jetzt nicht über jeden einzelnen Schritt meiner Geschichte sprechen, das wäre auch völliger Blödsinn und würde total den Rahmen sprengen. Aber ich musste mir etwas einfallen lassen. Denn der Held, ein Wesen aus einer anderen Welt, der diese Welt mehr oder weniger unfreiwillig betreten hatte, musste nun ein Artefakt finden, um die Dimension eben jener Welt zu verändern. Fragen Sie mich nicht, was mein Hirn da schon wieder ausgespuckt hat. Die meisten Ideen kommen mir sowieso auf Arbeit. Ich weiß, eigentlich sollte ich dort arbeiten, aber ich versinke dort immer zu tief in meinen Gedanken und Träumen, dass ich mich total verliere und quasi auf Automatik dort arbeite. Während meine andere Gehirnhälfte, aber naja, ich schweife ab. Ich hing eben an jener Stelle fest und das war der Moment, wo sich mein Geist entspannte, die Finger auf der Tastatur lagen, die Augen geschlossen waren und nun alles in der Stille mit meiner Hintergrundmusik verschmolz. Wenn Sie sich jetzt fragen, warum ich die Augen schloss, obwohl ich was schreiben wollte, ist diese Frage berechtigt. Nun, das hat eher den Grund, dass ich dann noch tiefer in meine Welt versinken kann. Und da es mir eh möglich war, blind und mit gut 8 Fingern schnell zu schreiben, waren halt meine Augen ab und an geschlossen. Moon saß nun vor der Tastatur und fing wie wild an, auf der Konsole herumzuhämmern. Das war wieder sein Moment, denn er war quasi der Geheimnisvolle und der Kreativste der Bande, abgesehen von Flashpen mit ihren Zeichnungen. Sparks begutachtete den Monitor. Seine Hand stützte dabei sein Kinn ab.
Und du weißt, wie du aus der Situation wieder rauskommst? Mach dir darum keine Gedanken, sprach Moon in einem langsamen und leisen Ton. Ich weiß, wie es anfängt, wie es passiert und wie es endet. Und wieder war es soweit. Der Geist schrieb die Fanfiction praktisch von selbst. Klingt bescheuert, ist aber so. Innerhalb kürzester Zeit war ein Großteil der Fanfiction geschrieben. Es fehlte lediglich ein guter Abschluss. Willst du das denn nicht zu Ende schreiben? Moon hatte sich schon wieder in seine Ecke gesetzt und war an seinen Gedanken verfallen. Warum sollte ich das tun? Weil du für diesen Part verantwortlich bist? Keine Lust. Ich muss nachdenken. Flashpen und Binary waren währenddessen dabei, Duellpony zu spielen. Ich beschwöre meinen grauen Todesdrachen, rief Binary. Kurz darauf erschienen zwei Zahlen neben den Drachen, der aus dem Nichts aufploppte. 1500, 1300. Ach ja? Schrie Flashpen voller Begeisterung. Nun hast du aber meine Fallenkarte aktiviert. Eine rote Karte wurde aufgedeckt, die ein großes Loch zeigte. Fallgrube! Dein Monster wird dadurch vernichtet. Moment mal, mein Drache kann fliegen. Wie kann da eine einfache Fallgrube meinen Drachen vernichten? Nun, so sind nun mal die Spielregeln. Akzeptier's. Niemals! Das ist ein gottverdammter Drache! Nun mischte sich auch Aiden ein, der sich mittlerweile einen Stuhl geholt hatte, um das Spektakel zu begutachten. Celestia, verdammter! Was? Heißt euer Gott nicht Celestia? Nun gut, einen Abschluss dafür konnte ich auch später noch schreiben. Der Großteil ist jedenfalls schon mal geschafft. Was sollte ich nun machen? Ich denke, nachdem ich meinen Finger mit der Nadel vergewaltigt und meine Fanfiction fast beendet hatte, kann ich eine Runde zocken. So setzte ich mich an mein neues, gerade eben erst gekauftes Animal Crossing. Das war auch der Moment, an dem Binary seine Dual Disc fallen ließ und zum Steuerpult gerast kam. Durch die Geschwindigkeit hatte er genug Schwung, um Sparks einfach mal so vom Pult wegzustoßen, der in einem hohen Bogen gegen die nächste, eigentlich nicht existierende Wand flog. Ey! Schrie er auf. Das Zocken ist meine Spezialfähigkeit, also lass mal den Meister ran. Flashpan verdrehte die Augen. Zocken kann ja wohl jeder. Das sieht man ja an deinen Statistiken. Nun wurde es Flashpan zu viel. Sie spreizte ihre Flügel und kam auf Binary zugeflogen. Was soll das heißen? Dass ich nun mal der Bessere von uns beiden bin. Sie schubste Binary zur Seite. Lass mal einen Profi ran. Animal Crossing, so ein Blödsinn. Ich hatte viel mehr Lust auf Counter-Strike. Also schwupps nach Steam, Passwortspiel starten, los geht's. Normalerweise tendiere ich dazu, mindestens unter die Top 7 zu kommen. Doch nun klappte einfach gar nichts mehr. Nicht nur, dass ich keinen einzigen Kill bekam. Nein, es war auch noch so, als würde mich jemand auslachen. Siehst du, was habe ich gesagt? Dafür kann ich viel besser zeichnen. Dafür bist du ja auch verantwortlich. Na und? Dafür bin ich künstlerisch veranlagt und du zockst nur Spiele. Das sind ja nicht irgendwelche Spiele. Puno, Monopony, Spiel des Ponys, ja sogar Skip Pony. Spiele sind Spiele, basta. Alle Spiele, die du auch gerne spielst. Das hat damit nichts zu tun. Dann mache ich das Spiel eben wieder aus. Klack und schon war es geschehen. Doch was nun? Mittlerweile war es etwas später. Ich schätze mal so 17 Uhr oder so. Hätte ja aufs Handy schauen können. Aber die Faulheit siegte meistens. Und nun fing wieder mal ein komischer Moment in mir an, wo ich alles hätte tun können, aber keine Lust auf gar nichts hatte. Wir zocken jetzt weiter. Nein, er wird zeichnen. Es wird nichts bringen, wenn wir uns hier streiten. Halt du dich da raus. Du bist derjenige, der ihn den ganzen Tag steuert. Na, ich helfe ihm nur. Wie hilfst du ihm? Indem ich ihn steuere. Nun reicht's. Nachdem sich mittlerweile Flashpan, Binary und Sparks darüber streiteten, wer nun die Kontrolle übernehmen sollte, und sich innerhalb einer Kampfstaubwolke immer mehr von der Steuereinheit entfernten, entschloss sich Aiden, noch einmal an die Konsole zu gehen. Nein, ich habe eine viel bessere Idee, sprach er leise zu sich selbst, während drei damit beschäftigt waren, sich an Ohren, Mähne und Schweif zu ziehen, und der vierte nur in der Ecke lag und dahin träumte. Woo! Schrie ich in Unterhose mit einem Mikrofon in der Hand. Plötzlich überkam es mir, diese Lust, lautstark und peinlich zu singen, während ich so die Musik mitsummte und immer wieder auf das I feel good mitsang, dauerte es natürlich nicht lange, bis meine Mutter ins Zimmer kam und mich beäugte. Geht es dir gut? Keine Ahnung, ob ich sie einfach nicht bemerkte oder nicht realisierte, dass sie da war, aber ich sang einfach weiter. Doch irgendwann bemerkte ich sie und wieder war es mir völlig egal, ich machte einfach weiter. Aiden stimmte mit ein. I feel good. Na, natürlich summte er auch dazu. Moon gesellte sich währenddessen dazu. Das Lied ist gut, bemerkte er. Ja, finde ich auch. Und während sie diese Streithände kloppen,
Er schaute kurz nach hinten. Noch immer bekriegten sie sich. Dachte ich mir, etwas Musik schadet nie. Ja, es schadet nie. Natürlich war es immer ein Schauspiel, wenn ich wie auf Droge durchs Haus tanzte. Tatsächlich aber war es nun so weit gekommen, dass meine gesamte Familie, also Mutti, Vati, Bruder, Schwester, Oma und sogar mein Opa in meiner Wohnung standen. Doch ich hörte und hörte nicht auf. Bist du sicher, dass es gut ist, wenn die ganze Familie das sieht? Sonst ist ihm das auch nicht peinlich. Das ist ein Argument. Endlich ist diese Lust verflogen. Ich konnte bei Arceus nochmal endlich aufhören zu tanzen. Manchmal frage ich mich selbst, was geht in meinem Kopf nur vor? Noch immer schlugen sich die drei und selbst Aiden und Moon saßen so, dass sie dies mit ansehen konnten. Sie knabberten genüsslich Popcorn. Was meinst du? Wie lange werden die das noch abziehen? Keine Ahnung. Der letzte Kampf dauerte 3 Stunden. Und der davor 5. Doch diese Stille des Kampfes wurde unterbrochen. Doch nicht etwa durch einen Knall, ein schlechtes Gewissen gegenüber seinen Freunden oder dergleichen. Nein, es war ein blauer Pegasus, der auf einmal mit ihnen in ihrer Sphäre stand. Na klasse. Noch ein Pony. Der blaue Hengst schaute sich verwirrt um. Wie komme ich denn hierher? Mit einem Schlag hörte Flashpan mit dem Kampf auf. Bluetail? Wie kommst du denn hierher? Sie ging auf ihn zu, da sie ihn unbedingt mit einer dicken Umarmung willkommen heißen wollte. Ich glaube, ich hätte in Albuquerque links abbiegen müssen. Ich habe jedenfalls meine Ausfahrt verpasst. Zumindest komme ich gerade von Viridian, oder eher gesagt von Ben. Wie kann man denn seine Ausfahrt verpassen? Nun... Er baute sich auf, damit er größer und auch imposanter wirkte. Ich befand mich gerade in einem harten Kampf mit Discord, der sich natürlich wieder mal mein Reich unter den Nagel reißen wollte. Es blitzte und donnerte und er sprach laut. Wie will ein kleines Pony wie du mich, Discord, aufhalten? Fragte er mich. Ich sprang ihm natürlich todesmutig entgegen. Du wirst niemals die Agenten von Canterlot besiegen, schrie ich. Doch bevor ich ihn auch nur irgendwie zu fassen bekommen konnte, schnipste er einfach mit den Fingern und war verschwunden. Er war einfach weg und ich, als offizieller Agent, musste natürlich hinterher. Also bin ich... Ja, komm zum Punkt. Bluetail verdrehte die Augen. Ich verfolgte ihn bis zu Viridian, oder eben Ben, und da fand ich ihn schließlich, stellte mich ihn und gewann zusammen mit Viridian den schweren Kampf. Also, du hast dein Cutie-Mark zurecht. Danke. Sparks ging wieder zurück zur Steuerkonsole. Du kannst Geschichten maßlos übertreiben. Und bevor Bluetail auch nur irgendwie darauf antworten konnte, war er schon verschwunden. Flashpan, Binary und Aiden schauten sich verwirrt um. Nur Moon starrte durch die Monitore nach draußen. Wo ist der hin? Ich habe ihn hier rausgeschmissen und ihm die richtige Ausfahrt gezeigt. Er war immerhin unser Gast. Sorry, aber ich muss die Probleme beheben, die ihr fabriziert habt, antwortete Sparks. Er stand nun vor der Konsole, schubste Moon weg und setzte sich wieder. Nun, da ich mir auch diese Frage wieder einmal nicht beantworten konnte, entschloss ich mich nach draußen zu gehen, um einfach mal frische Luft zu schnappen. Irgendwie schien es einfach nicht mein Tag zu sein. Nun gut, vergessen wir diese Strapazen, gehen wir ein Stück und dann sieht die Welt wieder ganz anders aus. Doch natürlich wollte mein Glück mich auch hier verlassen. Moon wich wieder zurück und setzte sich wieder in seine Ecke. Er war weder beleidigt, noch sauer, noch sonst irgendwas. Es war einfach seine Art, alles still und heimlich zu ertragen. Jetzt lass mich das mal wieder richten. Binary mischte sich ein. Was willst du denn noch richten? Ihr habt ihm den Finger zerstochen, die Pflaster zerknüllt, einen peinlichen Auftritt hingelegt. Was wollt ihr denn noch machen? Ihn so stark verletzen, dass er nicht mehr wieder aufsteht. Das kannst du knicken! Flashpan stellte sich zwischen den beiden. Jungs. Euch ist doch klar, dass er jetzt bestimmt etwas zeichnen will, sprach sie voller Begeisterung. Er will doch nicht zeichnen. Genau, er will zocken. Zeichnen. Zocken. Zeichnen. Zocken. Zeichnen. Zocken. Zeichnen. Nicht nur, dass sie dabei immer weiter ihre Köpfe gegeneinander pressen. Zeichnen. Nein, Sparks ignorierte das völlig. Zeichnen. Lediglich Aiden wollte etwas dazu sagen. Also Leute, sei ruhig, Aiden, hallte es von beiden und er war darauf schlagartig still. Da war die Straße. Nirgendwo kam ein Auto. Ihr solltet wohl erstmal wissen, dass hier eigentlich selten ein Auto fährt. Schließlich stand mein Haus am Ende des Ortes. Noch dazu war dies eine Kleinstadt. Also hier war nichts. Die Straßen waren leer. Keine Nachbarn. Naja, wir hatten einen in der Straße. Sonst absolut nichts. Okay, dachte ich mir. Ein Waldspaziergang wäre wohl nicht schlecht. So ging ich los. Es musste ja nur ein kurzer Weg gefolgt werden und schon war man da. Dann wieder konnte ich diese Stimmen in meinem Kopf hören. Es war einfach nicht möglich, sie jemand Genaueres zuzuordnen. Es war nur klar, dass mir diese Stimmen vertraut vorkamen. Wieder stritten sie sich um die Konsole. Sie griffen, so gut es mit Pfoten und Hufen eben ging, immer wieder gegen das Lenkrad. Drehten es hin und her. Jetzt hört endlich auf, ihr beiden! Schrie Sparks immer und immer wieder. Doch es brachte nichts.
Binary und Flashpen hörten einfach nicht auf. Moon rührte sich nicht und Aiden stand nur da, immer noch geschockt von dem Chor der beiden von vorhin. Sie bemerkten dabei nicht, dass ich geradewegs in mein Verderben rannte. Oder eher gesagt, dagegen gesteuert wurde. Es dauerte nicht lange und schon küsste ich den nächstgelegenen Baum. Keine Ahnung warum oder wieso. Aber Fakt ist, dass meine Beine mit hohem Tempo darauf zugerannt sind. Der Rest meines Körpers musste ja unweigerlich folgen. Irgendwann, so 1 bis 2 Stunden später, schaltete sich mein Verstand wieder ein. Eine große Beule hatte sich derweil gebildet. Dies signalisierte sich noch zusätzlich mit den brummenden Kopfschmerzen. Das war der Schlussgong. Der Tag war für mich vorbei. Es war mir egal, wie spät es war, aber anscheinend schon tiefste Nacht. So schnell wie ich irgendwie konnte, rannte ich in meine Wohnung, verriegelte die Tür, legte mich ins Bett, schloss die Augen. Das Traumland sollte meine Rettung sein. Aber warum auch immer Arceus mich hasst, wollte es einfach nicht still sein. Es waren eben wieder diese Stimmen, die mir keine Ruhe zum Schlafen gaben. Sparks, Binary, Aiden, Flashpen und sogar Moon saßen mittlerweile am Tisch inmitten ihrer Welt. Gelbe 2. Rote 2. Nein, gelbe 2. Ha, Moon muss 2 ziehen. Nein, Sparks muss 6 ziehen. Binary muss 8 ziehen. Nöp, Aiden muss 12 ziehen. 5, Flashpen zieht 16 Karten. Alle starten gebannt Flashpen an. Und? Hast du was? Fragte Binary. Flashpen versank langsam im Boden und eigentlich wollte sie es unkommentiert lassen, deutete dann aber auf ihren Huf. Könnt ihr mir mal erklären, wie ich 20 Karten halten soll? Keine Ahnung, du wolltest Pono spielen, antwortete Binary. Es war einfach nicht zum Aushalten. Jedes Wochenende, ja fast schon jeden Tag, spielte sich dasselbe Spiel ab. Ich habe keine gespaltene Persönlichkeit oder so. Nein, ich habe etwas viel Schlimmeres. Etwas, das ein Nebenprodukt der Fantasie ist. Ich habe OCs in meinem Kopf.